Hallo Leute, herzlich willkommen bei Mr. Kuno 7011. Heute wollen wir mal Infinity 3.0 spielen. Dieser Stick auf dem Controller erleichtert dir die Navigation. Aha. Oh, der ist aber schnell. Meine Fresse. So. Was ist das? Aha. Ja. Okay. Dann gucken wir mal hier rein, was uns da drin erwartet. Aha. Gucken wir mal. Baut sich auf. Sieht ja schon interessant aus. Ich werde. Willkommen in der Toybox. Kannst du meinem Cowboy-Freund helfen? Erscheint ein Leuchtsignal über einer Figur, möchte sie mit dir sprechen. Aha. Aha. Wenn wir unserem Freund helfen wollen, benötigen wir die Hilfe eines Sidekicks. Ein Sidekick ist ein Stadtmensch-Spielzeug, das deine Figur durch das Spiel hindurch begleitet. Mhm. Du kannst deinen Sidekick mit Ausrüstung ausstatten und dein Sidekick kann verschiedene Spezialfähigkeiten einsetzen, wenn er in Kämpfen an deiner Seite kämpft. Ach so. Das ist der Ausstatter. Von hier aus kannst du deine Sidekicks in die Welt bringen, ihre Ausrüstung ändern und ihnen Spezialkräfte verleihen. Aha. Na los, versuch's mal. Das ist das Sidekick-Menü. Hier kannst du deine Sidekicks in die Toybox bitten. Du kannst dieses Menü auch dazu nutzen, die Ausrüstung deines Sidekicks zu ändern, ihn zu füttern und die Werte deines Sidekicks zu prüfen. Mhm. Such dir den Sidekick aus, den du mitnehmen willst. Ich nehme mich denn mit? Der sieht ganz lustig aus. Nehmen wir den. Okay. Dieses Spielzeug ist jetzt dein Sidekick. Oh. Und vergiss nicht, du kannst den Ausrüster jederzeit über das Pausenmenü erreichen. Aha. Okay. Geh zu dem markierten Bereich. Warten soll ich? Mhm. Jetzt. Das ist ein TNT-Schuppen. Wenn du deinen Sidekick durch diese Tür wirfst, erscheint ein Fass Dynamit. Oh. Such noch mehr Spielzeuge mit dieser Art von Tür. Aha. Oh. Hm. Heb den Bewohner. So, und dann... Was soll ich denn machen? Hallo? Drücke R2, um zu werfen. Aha. Ach so. Hat dann erstmal nicht geklappt. Ja. Aufheben und dann? Oh. Ah. Ach so. Aha. Gut. Dann werden wir mal hier wieder raus. Und zum nächsten gucken, wa? Aber wo ist die Tür? Wie komme ich denn hier wieder raus? Hä?
muss ich denn hin? Da hinten. Ach so. Ja, dann machen wir das hier nochmal. Mal sehen, ob er... Andersrum, andersrum, andersrum. Leute, so. Und jetzt. Gut. Okay, aufheben. So, jetzt muss ich mich drehen. Mal gucken. Na, das war ja nix. Das war ja nix. Was sind denn das hier von der Kleinen? Ah, das ist ja toll. Setze ich jetzt hier drinnen fest oder was? Aufheben sollte er das nicht kaputt machen. Drehen. Ja. Noch ein Stück. Ist doch nicht wahr. Zu viel. Der dreht ganz schnell rum. Jetzt. So, aufheben. Und nun? Zeigt der Pfeil dahin. Was müssen wir denn machen? Ach nee. Ja, sehr witzig. Jetzt zeigt das Ding da wieder an. Eine Chance kriegt er jetzt noch. Komm her. Ich komme weiter weg. Oh. Da ist ja auch was. Gibt's doch nicht. Jetzt. Oh. Jetzt das Fass nehmen. Aufheben. Richtig daran. Das rum. Und jetzt. Auch nicht. Hat überhaupt sich was bewegt? Das mal nochmal machen.
Also das ist ja jetzt hier schon Zeit um jetzt hier und komm nicht weiter. Noch mal ein Fass. So. Und jetzt mit aller Macht. Jo, jetzt haben wir es weg. Aha, okay. Okay, und weiter zum nächsten markierten Bereich. Gut. Was wird das? Geh zu dem markierten Bereich. Da hinten. Ja. Aha. Ja. Wintersachen. Beutekisten sind voller Waffen, Gesundheit und Essen für deinen Sidekick. Mhm. Triff die Kiste, um sie zu öffnen. Okay. Du hast eine neue Waffe für deinen Sidekick gefunden. Damit dein Sidekick diese Waffe benutzen kann, benötigst du die Hilfe des Ausstatters. Um deinem Sidekick eine neue Waffe zu geben, wähle das Untermenü Ausrüstung. Ausrüstung. Hier kannst du die Werkzeuge und Hüte deiner Sidekicks ändern. Diese Gegenstände verleihen deinem Sidekick besondere Fähigkeiten. Um deinem Sidekick eine Waffe zu... Wähle jetzt die Waffe, die du gerade gefunden hast. Jetzt ist dein Sidekick auf alle bevorstehenden Gefahren vorbereitet. Wenn du die Ausrüstung deines Sidekicks ändern willst, verwende den Ausrüster oder wähle das Sidekick-Menü im Pausenmenü. So, was haben wir jetzt hier? Oh. Besiege die Gegner! Zack, 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 zack. Oha. Alle weg? Nee, da kommt noch wohl hin. An der Front. Hau ihn um. Oh. Weg sind sie. Juhu. Aha. Okay. Gut. Kommen wir denn jetzt hin? Geh zu dem markierten Bereich. Markierten Bereich. Da. Warten. Okay. Ja. Ja. Brich die Kiste auf, um zu sehen, was drin ist. Die Kiste. Wo ist sie jetzt hin? Da hinten. Wo ist die nächste? Hier hinten noch was? Hier hinten muss ich rum. Hat er eben gerade angezeigt. Kommt man hier zwischen? Hier rum.
Nämlich hier da wieder. Hier hoch vielleicht. Au. Jetzt. Großartig. Jetzt haben wir Obst, um deinen Sidekick zu füttern. Nutze den nahegelegenen Ausstatter, um in das Sidekick-Menü zu gelangen. Okay. Da ist eine Kiste eben gewesen. Noch eine Kiste. Und jetzt sind die ganzen Kisten da auf einmal. Einfach nicht eine zu sehen. So, haben wir noch irgendwo Kisten? Oder haben wir die jetzt alle erledigt? Ich sehe keine mehr. Dann schauen wir mal hier. Essen verbessert die Werte deines Sidekicks. So. Geh zum Untermenü Essen. Hier kannst du deinem Sidekick unterschiedliche Dinge zu essen geben. Ja. Sie machen deinen Sidekick noch stärker. Verschiedenes Essen verbessert unterschiedliche Werte. Tomaten zum... Dein Sidekick ist jetzt dauerhaft stärker. Jetzt, nachdem dein Sidekick gefüttert wurde, kann er mit besserer Ausrüstung ausgestattet werden. Gut. Um deinem Sidekick eine neue Waffe zu geben, wähle das Untermenü Ausrüstung. Nein, haben wir schon. Wir haben da schon eine Waffe. Hüte verleihen deinem Sidekick besondere Fähigkeiten. Aha. Mit diesem Hut kannst du Feinde angreifen, indem du deinen Sidekick wirfst. Okay. So. Was passiert denn jetzt Schönes? Aha. Folge dem Weg zum markierten Gebiet. Den Weg. Da. Das haben wir eine lange Runde diesmal. Oha, jetzt muss ich wieder kämpfen. Besiege die Gegner! Ja, machen wir. Wo sind sie? Da sind sie. Zack, 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 zack. Das soll alles klappen. Zack, 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 zack. Immer drauf. Mal drauf. Was ihr geben ihr müsst. Macht uns umgibt. Alles so. Lebendige sie bindet. Okay. Mission erfüllt. Das ist ja toll. Gut. Erfolg wie erzielt, aber mehr Herausforderungen noch vor uns. Okay. So, gleich sind wir durch hier. Ladebalken ist gleich voll. Ich war mal gespannt, was jetzt noch passiert. Ah! Gut, ganz toll. Aha. Gut.
Dann werden wir uns mal von heute erstmal verabschieden. Das war die erste Runde Infinity 3.0. Wenn es euch gefallen hat, schreibt doch mal ein bisschen in den Kommentare, ob ich noch mehr zeigen soll davon. Weil mit Star Wars geht es ja erstmal richtig los. Das ist ja hier alles die Toybox mit. Und die Playsets sind ja hier Star Wars im Augenblick. Gut. Dann sage ich erstmal Tschüss. Euer Kuno. Bis bald.